Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Impuls. Um noch mehr Glück in meinem Leben erleben zu können, ist es gut, einiges zu beachten. Heute wieder drei Stichworte. Wir neigen oft dazu, an der Vergangenheit uns festzuhalten. Beobachten Sie sich mal selber, wie oft Sie über Vergangenes nachdenken. Und das ist ja manchmal auch ganz gut, um es zu verarbeiten. Aber festhalten, ob das so gut ist? Wenn Sie in Ihrem Leben nicht so ganz innerlich zufrieden sind, fragen Sie sich doch einmal, woran halte ich fest? Worüber bin ich unzufrieden in der Vergangenheit, wo es besser wäre, einen Schlussstrich zu ziehen, ganz bewusst. Ein zweites. Für manche Menschen ist es gut, öfters in ihrem Leben allein zu sein. Andere sehnen sich nach mehr Gemeinschaft. So, wenn ich gerade gerne allein sein möchte und es bin, ist das ja absolut okay. Aber die Glücksforschung sagt, stabile Beziehungen sind ganz wichtig für meine Lebenszufriedenheit. Was könnte ich heute tun, damit meine Beziehung zu anderen Menschen, zu wenigen, noch stabiler werden? Und ein drittes. Manchmal neigen wir dazu zum Coach-Potato. Dagegen hilft nur, geh raus, nimm aktiv am Leben teil, such dir Hobbys, Freunde, geh in die Natur oder schau dich in der Welt um. Nur zu liegen und zu warten, dass das Glück kommt, ist keine gute Idee. Gott segne Sie. Bleiben Sie gesund.